5 Tipps für die Altersvorsorge, speziell für Frauen. Genau darum geht es im folgenden Video. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus, hallo bei Versicherungen. Mit Kopf erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian. Vielleicht bist du neu auf dem Kanal hier. Hier gibt es praktisches Versicherungswissen, was du wirklich anwenden kannst in deinem Leben, sodass du weniger Fehler machst bei deinen Versicherungen und Finanzen. Wenn du mehr davon sehen möchtest in Zukunft, einfach hier unten abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann wirst du erinnert, wenn es hier ein neues Video gibt. Heute geht es um 5 spezielle Tipps für Frauen in Bezug auf die Altersvorsorge. Dieses Video finde ich schon sehr wichtig und es ist nicht nur für Frauen gedacht. Das heißt, wenn du jetzt gerade ein Mann bist, der das hier anschaut, dann schau das Video bitte bis zum Ende an. Vor allem, wenn du aktuell in einer Beziehung mit einer Frau bist. Ja, und natürlich alle Frauen, für euch gilt das Gleiche. Schaut das gerne bis zum Ende an und schickt es vielleicht auch an euren Partner. Bevor ich gleich loslege mit den Tipps für die Altersvorsorge, speziell für Frauen, habe ich das Gefühl, ich muss an der Stelle noch so einen kleinen Disclaimer einschieben. Mir ist nämlich vollkommen bewusst, dass vor allem in unserem Land sehr schnell natürlich eine Diskussion entflammt über Geschlechterrollen, was sollten Frauen tun, was sollten Männer tun, was nicht, Emanzipation, welche auch Rollen die Gesellschaft den einzelnen Geschlechtern irgendwie über die Zeit zugeordnet hat und vieles davon heute einfach nicht mehr zeitgemäß ist, aber vor allem hier oben im Kopf, wie so eine Art vererbte Glaubenssätze immer noch vorhanden sind. Und dieses Video soll so ein bisschen ein Impuls sein, auch eine Motivation sein für Frauen da draußen, das Thema Versicherung, Finanzen, Altersvorsorge wirklich an sich zu reißen und dieses Thema nicht als etwas, naja, einfach links liegen zu lassen, wo sich ja der Mann schon drum kümmert, wie es vielleicht einfach bei den Generationen vor uns der Fall war. Dafür ist dieses Video gedacht, deswegen heißt das auch so, wie es heißt. Und ich freue mich natürlich jetzt schon auf dein Feedback in den Kommentaren. Und dieses Thema, ja, Altersvorsorge, Finanzen ist so eine Männerdomäne, ja, das bringt mich auch direkt zum ersten Tipp. Selbstverständlich gibt es zum Glück schon viele Frauen, vor allem junge Frauen, die das Thema Versicherung, Finanzen, Altersvorsorge schon an sich gerissen haben, die Verantwortung angenommen haben und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wenn du dich hier gerade angesprochen fühlst, dann schreib das unbedingt mal hier unten rein, weil eine bessere Motivation gibt es ja nicht, wo andere Frauen dann einfach mal erklären und zeigen, hey, so habe ich das gemacht und so waren meine ersten Schritte und die Fehler habe ich vielleicht gemacht oder die Erfahrung habe ich gemacht. Bitte, bitte, nimm dir kurz 1-2 Minuten und schreib hier unbedingt einen Kommentar hier mit unten rein, wenn du dieses Thema für dich schon gelöst hast. Das Problem jetzt aber irgendwie ist dann doch, wenn ich zum Beispiel in meine Analytics hier bei YouTube reinschaue, dass über 75% der Menschen, die meine Videos anschauen und hier auch den Kanal abonniert haben, Männer sind. Das mag jetzt zum einen daran liegen, dass ich selbst ein Mann bin und möglicherweise Frauen sich eben dann von mir und einem Typen, der hier Versicherungen auf YouTube erklärt, nicht angesprochen fühlen. Das ist durchaus eine Wahrscheinlichkeit, aber ich glaube, dass es nicht nur daran liegen kann, behaupte ich jetzt einfach mal, sondern dass das eben damit zu tun hat, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass das einfach immer noch so ein bisschen sehr stark männerlastig ist, dieses Thema Finanzen, Versicherungen. Ja, man ist vielleicht mal auf einer Party, unterhält sich und dann hört man immer mal wieder, ja, da kümmert sich mein Mann drum, da habe ich nichts mit zu tun. Ja? Und das ist, glaube ich, etwas, wie es in vielen Fällen einfach noch so ist, vor allem in Beziehungen. So es in meinen Augen aber einfach nicht mehr weitergehen darf. Deswegen, der erste Tipp, nimm diese Verantwortung, es ist eine Verantwortung, es ist eine finanzielle Verantwortung für dein Leben an und fang an, dich in diesem Thema weiterzubilden. Fang an, dich für Finanzen zu interessieren und leg vielleicht auch diesen vererbten Glaubenssatz ab, dass das einfach nur ein Männerthema ist. Ja? Es ist für beide Geschlechter gleich wichtig, möglicherweise für Frauen, kommen wir jetzt im Verlauf noch drauf, sogar noch wichtiger. Das ist mein erster Tipp hier und am Ende habe ich tatsächlich dann auch ein paar Empfehlungen. Wenn du sagst, ja, schön und gut, aber ich habe halt keinen Bock, dass mir das ein Mann irgendwie erklärt, habe ich am Ende noch ein paar Tipps zu Kanälen, wo Frauen das Thema Finanzen anderen Frauen näher bringen. Tipp Nummer 2 und das ist definitiv ein Tipp, der gilt allgemein für jeder Mann und jede Frau. Fang so früh wie möglich damit an. Das ist eines der größten Probleme überhaupt bei der Altersvorsorge in Deutschland, dass viel zu viele dieses Thema
aufschieben, weil es halt so weit weg ist und weil 30, 40 Jahre in der Zukunft so weit weg erscheinen, dass man denkt, naja, das kann ich halt noch in 5 Jahren machen oder in 10 Jahren. Und dann plötzlich, irgendwann merkt man, wow, jetzt habe ich gerade diesen Punkt erreicht, wo es fast schon zu spät ist, beziehungsweise ich muss jetzt monatlich so viel sparen, um meine Rentenlücke zu schließen, dass das gar nicht mehr geht, weil ich dieses Geld gar nicht habe. Deswegen fang so früh wie möglich damit an. Sobald du dein erstes Geld als Frau verdienst und wenn es nur 20 Euro im Monat sind, fang damit an. Aber fang natürlich erst mit Tipp Nummer 1 an, bilde dich finanziell weiter, damit du weißt, was gibt es da draußen überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten passen für dich am besten? Ja? Möglicherweise ist das ein ETF-Sparplan, mit dem du anfängst für den Vermögensaufbau. Möglicherweise ist es eine vorgebundene Rentenversicherung auf ETF-Basis für eine lebenslange planbare Rente. Aber da spielen natürlich auch Themen rein, wie zum Beispiel erstmal die Absicherung deiner Arbeitskraft über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil es hilft dir alles nichts, wenn du hier Sparpläne etc. aufsetzt, plötzlich nicht mehr arbeiten kannst aufgrund von Krankheit, kein Einkommen mehr hast, wie soll das dann alles weiter bespart werden? Ja, und hier kommt natürlich dann ein Existenzschutz wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung ins Spiel. Also nochmal, fang so früh wie möglich bitte mit diesem Thema an. Tipp Nummer 3 ist ein Tipp, den du wahrscheinlich schon sehr oft gehört hast. Aber dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, viele, wahrscheinlich alle Frauen wissen das, kennen das, aber irgendwo wurde dann dieser Tipp nicht in die Praxis umgesetzt. Und es geht darum, dass ein Mann schlichtweg keine Altersvorsorge ist. Und das ist etwas, das ich gleich im Tipp Nummer 4 auch nochmal ein bisschen im Detail und tiefer ansprechen werde. Aber allein dieser Satz reicht eigentlich schon aus. Das heißt, du solltest dich nicht finanziell abhängig machen, vor allem bei der Altersvorsorge, von einem Mann. Die Gründe dafür sind natürlich irgendwo auch logisch. Was ist, wenn das irgendwann mal in die Brüche geht? Und bei aller Liebe und Schmetterlinge im Bauch und all das, vielleicht bist du gerade neu in der Beziehung, gerade frisch geheiratet, dann sind natürlich diese Glücksgefühle vollkommen da. Ich kenne das selbst, ich bin auch verheiratet. Ja? Dann ist aber trotzdem ganz wichtig, dieses Thema mit ein Mann ist halt dennoch keine Altersvorsorge, egal wie die Emotionen sind, etwas, was du rational hier weiterhin, ja, verfolgen solltest, ja, und danach handeln solltest. Das heißt, nicht in diese Richtung dann shiften, das macht mein Mann schon, der hat da was gemacht und ich habe da vielleicht auch ein bisschen was, beziehungsweise nee, ich bekomme dann von ihm da was mit der Altersvorsorge etc. Das ist zu einfach und das ist möglicherweise irgendwann mal ein existenzielles Risiko, dem du ausgesetzt bist. Einfach nur mal ein kurzes Beispiel. Ganz kurzes Beispiel aus dem echten Leben. Gestern erst passiert. Wir haben unsere Couch verkauft auf eBay Kleinanzeigen. Und da kam die Dame mit vorbei. Die war jetzt, ich möchte jetzt nicht Alter irgendwie zu hoch schätzen, aber sie war so Ende 40. Und sie hat sich jetzt gerade scheiden lassen. Und war es ausgezogen, musste sich jetzt Möbel neu anschaffen. Ja, Kohle ist eng. Ja. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, warum ist jetzt die Kohle eng? Ja, ich kenne natürlich ihre Story komplett nicht, ja, und ich kann komplett falsch liegen. Aber es hat mir doch wieder irgendwo gezeigt, ja, das ist ein Thema. Finanzielle Bildung, Vermögensaufbau, Altersvorsorge für Frauen. Es ist ein Thema, was einfach mehr Aufmerksamkeit verdient in meinen Augen. Und das ist einfach nochmal dieser Punkt. Verlass dich bitte nicht auf einen Mann, auf einen Partner, wenn es darum geht, finanziell fürs Alter vorzusorgen oder auch allgemein, ja, Vermögensaufbau zu betreiben. Und das ist natürlich ein Thema, was in einer Beziehung, in meinen Augen, ausführlich diskutiert werden sollte. Tipp Nummer 4 schließt, wie gesagt, ein bisschen an Tipp Nummer 3. Geld und Liebe getrennt halten in einer Beziehung. Zumindest sehe ich das so, sieht auch meine Frau so und ich möchte jetzt einmal ein bisschen, ja, aus dem Nähkästchen erzählen, wie wir das bei uns gemanagt und geregelt haben, ja. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, was jetzt kommt, weil oftmals man so das Gefühl hat vielleicht, das ist ein Thema, das man nicht ansprechen darf in der Beziehung oder das sollte man jetzt nicht machen oder das wäre gefühllos, ja, und du denkst nur ans Geld und was ist mit unserer Liebe? Und das ist natürlich nicht so, sondern das ist rational betrachtet etwas extrem Wichtiges, was in meinen Augen ganz, ganz zu Beginn, vor allem in der Ehe etc., besprochen werden sollte. Wie werden Finanzen geregelt? Wie wird das Ganze aufgeteilt? Wie wird das gemanagt? Wie werden finanzielle Entscheidungen getroffen als Paar? Und wir machen das bei uns so. Ja, ich bin definitiv die
stärkere Kraft in der Beziehung, was Finanzen angeht, einfach durch meinen Beruf bedingt. Ich habe da ein Studium, ich habe eine Ausbildung, noch ein zweites Studium. Das ist einfach so. Ja, ich habe da das größere Wissen. Aber wir haben dann irgendwann mal gesagt, weil ich bis zu einem gewissen Punkt natürlich finanzielle Entscheidungen auch alleine dann getroffen habe, meine Frau dann gesagt hat, ja, Moment mal, irgendwie fehle ich da. Und sie hat komplett recht gehabt. Das heißt, das ist, was ich gerade sage, habe ich früher auch falsch gemacht. Und mittlerweile ist es so, wenn eine finanzielle Entscheidung ansteht, die ich irgendwo vielleicht treffen möchte oder meine Frau, dann besprechen wir das gemeinsam, besprechen das Warum, besprechen, was das für Auswirkungen möglicherweise hat und vor allem, dass beide abgeholt sind, dass beide genau wissen, ah ja, okay, das haben wir jetzt gemacht und jeder hat den kompletten finanziellen Überblick, was hier gerade passiert. Und das ist jetzt das nächste Thema, jetzt ist es halt bei uns so, ich bin der Hauptverdiener, ja, bei uns in der Beziehung, ja. Und jetzt ist es halt auch so geregelt, dass dann eben aber auch meine Frau für sich Altersvorsorge betreiben kann, ja, durch dann in dem Fall mein Einkommen. Ja, jetzt kann das bei dir natürlich komplett anders sein. Du arbeitest als Frau, dann ist das was anderes. Ja, aber ich finde, hier ist dann die Verantwortung des Mannes schon irgendwo auch so, dafür zu sorgen, ja, und bitte jetzt nicht falsch verstehen mit irgendeiner Abhängigkeit oder so, ja, das ist was anderes, ja, das ist wirklich was anderes, dass wirklich diese Unabhängigkeit dann geschaffen wird, falls irgendwann mal irgendwas auseinandergeht, ja, dass dann die Frau die Möglichkeit hatte, selbst wenn sie nicht selbst gearbeitet hat, kein Einkommen hat, dass hier Vermögensaufbau, Altersvorsorge möglich war, ja, so sehe ich das, können wir gerne diskutieren, ja, keine Frage. Aber so machen wir das bei uns und ich finde, das ist eine sehr gute Herangehensweise, sodass beide Partner finanziell Entscheidungen zusammen treffen und kein Partner so außen vor ist und dann da auch überhaupt kein Vermögen oder Altersvorsorge oder sonst was aufbaut und das alles der andere Partner macht. Ja? Und natürlich kann man an der Stelle noch sowas wie Ehevertrag diskutieren, da möchte ich jetzt aber nicht einsteigen, weil das ist super individuell, das muss und darf jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht noch ein kleiner zusätzlicher Anhang zu diesem vierten Tipp, ja, und das ist jetzt vielleicht auch wieder was, was viele nicht hören wollen. Ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen und da war die Aussage von einem Mann, ja, und gut, die Aussage, ich lasse jetzt einfach mal so wertfrei stehen, ja, es geht eigentlich darum, was das wiederum bedeutet oder was kann man daraus lernen oder ableiten, und der Mann hat quasi gesagt, wenn meine Frau nicht so stark finanziell von mir abhängig wäre, dann hätte sie mich schon längst verlassen. Ja? Und finde ich heftig. Ich finde, in so einer Situation darf eine Frau eigentlich nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine schöne Beziehung ist. Und dann sieht man aber, was für eine Kraft eine finanzielle Abhängigkeit irgendwo hat. Gerne auch mal zu diesem Thema deine Meinung, vielleicht auch deine Erfahrung hier mit reinschreiben in den Kommentaren. Und jetzt der fünfte Tipp, der in meinen Augen nochmal super, super wichtig ist. Und dann gibt es nochmal ein paar Empfehlungen von Accounts, wo Frauen für Frauen das Thema Finanzen, Versicherung, Altersvorsorge etc. aufbereiten. Und du möglicherweise sagst, das ist genau mein Ding. Deswegen bleib jetzt gerade noch kurz dran. Frauen haben die Herausforderung, ja, ihr Leben einfach immer wieder neuen Situationen anpassen zu müssen. Herausforderungen, die wir als Mann nicht haben. Wir können keine Kinder bekommen, ja, Frauen aber schon. Und wenn du dann plötzlich ein Kind hast, dann aus dem Arbeitsleben in Mutterschutz gehst, Elternzeit gehst, die Verantwortung trägst für die Erziehung der Kinder und in dieser Zeit zum Beispiel vielleicht nicht arbeitest, dann wieder Teilzeit arbeitest, dann wieder, vielleicht wieder voll, dann kommt ein zweites Kind und so weiter und so fort. Das sind Herausforderungen. Das ist einfach so. Und diese Herausforderung gilt natürlich auch zu managen und dann nicht genau in solchen Phasen dann eben genau dieses finanzielle Thema, die Altersvorsorge einknicken zu lassen, sondern weiter durchzuziehen. Ja? Dann natürlich wieder, klar, wichtig, Kommunikation mit dem Partner, aber das ist essentiell wichtig, dieses Durchziehen, ja? Wo übrigens auch ganz, ganz viele Männer mit scheitern, weil, sind wir wieder beim Tipp Nummer 1, die finanzielle Bildung in der Form einfach nicht vorhanden ist und man nicht versteht, warum es so wichtig ist, dass man durchzieht über einen langen Zeitraum. Ja? Deswegen das hier nochmal, dieses Thema mit dem Durchziehen und wie kann das Ganze unterstützt werden durch externe Impulse von jetzt zum Beispiel eben anderen Frauen, die dich da immer wieder abholen und dir immer wieder auch vielleicht neu klar machen, warum du das Ganze eigentlich machst und dass du das ja eigentlich halt für dich machst. Deswegen jetzt noch mal ein paar Empfehlungen von Accounts, vor allem auf Instagram, denen du vielleicht folgen solltest, wenn du sagst, ja, Basti,
cooler Typ, ja, du hast ja auch Instagram und YouTube hier, aber irgendwie, ich habe doch nicht den Bock, ja, die ganze Zeit irgendwie dich anzuschauen, ich hätte das gerne lieber von der Frau, dann mach das, auf alle Fälle, ja, einfach jetzt nur mal drei Beispiele, die mir gerade einfallen, das ist einmal die Natascha von Madame Moneypenny oder die Chiara von Fräulein Finance, kenne ich beide auch persönlich, ja, schaut mal deren Accounts an, da gibt es Posts jeden Tag, da gibt es Stories, da gibt es natürlich auch Kurse, die du dir holen kannst und so weiter und so fort, oder die Hava von Femens Finanzen, die hat auch vor kurzem ein Buch geschrieben, ja, auch auf Instagram mal auschecken, ja, und das sind nur mal drei Stück und da gibt es mit Sicherheit noch ein paar mehr, wo du dir als Frau vielleicht genau die Impulse holen kannst, die du vielleicht jetzt nicht so überall im Alltag oder im Mainstream vielleicht findest, aber das vielleicht genau die Impulse sind, die du brauchst. Das waren meine fünf Tipps hier mit dazu. Mit Sicherheit diskussionswürdiges Thema, all das, deswegen haut in die Kommentare, in die Tasten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es bitte und leite es natürlich vielleicht auch weiter an deine Freundinnen und natürlich auch an den Freund, Lebenspartner, Lebenspartnerin etc. Darüber würde ich mich freuen. Kanal noch abonnieren, Glocke noch aktivieren und ein Video, was vielleicht genau jetzt an der Stelle interessant sein könnte, weil es geht ja um Altersvorsorge, ist das Thema ETF Rentenversicherung. Eine wirklich clevere Form der Altersvorsorge habe ich hier mal verlinkt. Schau es dir unbedingt mal an. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, liebe Grüße, dein Basti von Versicherung im Kopf.